Moin Leute, willkommen bei einem neuen Video. Heute, wie ihr seht, ist ein anderes Video. Heute sage ich euch ein paar Discord-Tricks, wie ihr euren Server besser machen könnt. Und kleine Tricks, wie ihr euer den Server nicht irgendwie kaputt macht, aus Versehen. Und seht ihr es? Ja, man sieht's. Das erste Trick ist, wenn ihr eine neue Rolle, das funktioniert erstmal nur auf PC, finde ich schade. Geht, wenn ihr Server-Einstellungen dann beim Rollen, sagen wir, ihr macht so, ihr macht die Mitgliedsrolle, könnt ihr das hier, Server mit Rolle betrachten, könnt ihr da drauf drücken, dann wird betrachtet, wenn ihr nur mit der Rolle ist. Dann könnt ihr zum Beispiel schauen, ob ihr Leute kicken könnt oder Einstellungen durchführt, und wenn ihr fertig seid, wenn fertig, könnt ihr hier wieder zurückgehen. Aber wenn ihr noch eine Rolle, könnt ihr hier, sagen wir, zum Beispiel die Leitungrolle hinzufügen. Wenn ihr die macht, dann könnt ihr gucken und dann seht ihr, was ihr so Rechte habt. Zum Beispiel mit Rechtsklicken seht ihr, dass ihr die kicken könnt. Ja, wenn ihr eine Rolle oder etwas dann hinzufügt, müsst ihr auf Servervorlage und dann hier drücken auf Vorlage sionieren. Der erste Trick. Ich empfehle euch beim Rollen, Mitgliedsrollen ist nicht gerade eine Pflicht, aber dass die Leute ihren Nickname ändern können. Zum Beispiel einer heißt, keine Ahnung, sagen wir Robert575 und er will sich umbenennen, einen Nicknamen geben, nur für diesen Server. Dann wäre es nützlich. Und das wäre auch für andere Leute nützlich. Und jetzt geht das was mit zum Thema Team. Wenn ihr so Supporter-Ranks habt, Moderator, bla bla bla, keine Ahnung was, empfehle ich euch so ein extra ein Chat oder wie ich so Chat-Regeln für das Team. Den Chat sehen nur die im Team sind, also Supporter oder der Co-Owner und so oder Techniker, alles. Ja. Ist nicht so kompliziert. Und ich empfehle euch, wenn ihr so YouTube-Server habt oder so ein Game, dass ihr auch so Channels habt für unterschiedliche Spiele. Wenn so, sagen wir, jemand mal Bock hat, Among Us spielen, kann der dann hier fragen. Das empfehle ich euch auch noch. Und ich empfehle euch, so einen Support hinzufügen. Sprachsupport und Schreibsupport. Ich benutze den Bot hier, Ticketbot. Der ist, finde ich, nützlich. Der ist auch geil. Und ich empfehle euch auch, so einen Musikchannel hier zu machen. Ist ja keine Pflicht, aber ich empfehle euch. Da können Leute schön chillen. Was macht der Bot hier? Und wenn jemand stört und nicht verlassen wird, könnt ihr auf Verbindungstrennen drücken. Dann wird er hier entfernt, aber ist weiterhin noch im Server drin. Das empfehle ich euch auch. Und wenn ihr einen Server macht, einen Person Link, könnt ihr gerne auch euch mal mit Commands über Google oder so Information, wie man Leute kickt, über ein Command oder warnt oder mutet, stumm schaltet. Ja. Und ich empfehle euch noch eine Sache, die in diesem Mal nicht so wichtig ist, aber ich schon empfehle. Viele. Sowas. So ein Channel für YouTuber. YouTube. Oder TikToker, egal was. Für euch, was ihr wollt. Da, sie könnt ihr sehen. Da können, sagen wir, TikToker so nur, aber Mitglieder nicht reinschreiben. Und das mit dem Team, ob Supporter, Moderator reinschreiben könnt ihr euch aus. Und das ist unterschiedlich. Und ich empfehle euch noch eine Sache. So Giveaways oder Events machen, wo Leute, wie vielleicht VIP-Rank oder Discord Money, das ist auch noch eine Sache. Gewinnen können. Man kann VIP-Rang für immer verlosen.
dass wenn jemand gewinnt, für immer Verlust hat, er nur für eine bestimmte Zeit hat. Und wenn ihr nicht gerade der Beste seid, könnt ihr euch, empfehle ich euch einen Person, auch noch einen guten, der auch viel weiß, dann ihm wahrscheinlich vielleicht Technik fragen oder den Co-Owner rangebt, wenn ihr den habt. Ich hab sogar einen. Das ist der Co-Owner. Mehmet und Grüße geht raus an den Co-Owner. Gut. Und das zum Thema Bewerbung ist auch unterschiedlich. Man kann unterschiedliche Bewerbungen zum Supporter oder so machen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, jeder Server macht es dann. Manche sagen einfach, man schreibt es über Discord, bla bla bla. Manche machen extra über Google. Ist unterschiedlich. Das, da können die Leute sich aussuchen. Das ist ganz unterschiedlich. Entschuldigung, hatte gerade was im Hals. Vielleicht finde ich noch den Link von unserer. Warte kurz hier. Wie wir Bewerbung machen. Anschauen. Ich glaube, die sind. Finde ich nicht mehr. Schade. Ne, man, ich finde es leider nicht. Egal, wir machen eben sowas so über Google Docs oder so. Keine Ahnung, wo man es so reinschreiben kann und an Kreuzern sendet. Und dann der das entwickelt hat, ist dieser Fall unser Co-Owner. Sie die Bewerbung kann annehmen oder ablehnen. Das wird mit den Owner na, besprochen. Und so. Gut. Und noch eine Sache, was gerade nicht mit zum Server macht, aber hier, wenn ihr richtig in vielen Server beigetreten seid, wie ich, könnt ihr, ich habe mir sowas gemacht, so eine Art Fläche, wenn ich gerade keinen von den Server gerade was reinschreibe, kann ich drücken und dann habe ich viel mehr Platz hier und das ist gefühlt nicht 5000 Kilometer lang. Wie ihr das macht, ist es leicht mit Linksklick. Habt ihr so und dann müsst ihr über eins halten und dann drücken. Dann habt ihr das. Wenn ihr das wieder auflösen, müsst ihr das rausnehmen und dann so. Dann ist es wieder aufgelöst. Und manchmal ist der Bug, dass der nur eins Ding ist da, dass man das einfach auch was rauslegt und dann ist das komplett gelöscht. Okay. Oh, hier ist eine ganze Neustart. Egal, das mache ich später. Und ich empfehle euch auf jeden Fall, das ist mir eine Art Pflicht, dass der Sau nicht im Chaos wandert, Regeln einzuschaffen. Dass wenn die beiden sich die Regeln durchlesen können, was zur Regel. Und wenn die nicht beachten, könnt ihr auch sagen, zum Beispiel ab 3 Warns wird man gekickt oder gemutet, stumm geschaltet. So oder so. Und ihr könnt Emojis sogar machen. Das finde ich cool. Man kann, ohne irgendwas für Echtgeld zu kaufen, bis 50 machen, aber keine animierte, die sich bewegen. Die kosten leider irgendwas, finde ich schade. Ihr könnt ihr euch noch richtig viel machen. So, Partnerprogramm. Wenn ihr dies dann hier erfüllt, könnt ihr das machen. Ihr könnt sogar noch ein Willkommensschild, wenn die neu beitreten, machen. Das habe ich. Und so, Mitglied. Ihr könnt auch so, da schreibt ihr einfach irgendwelche Regeln drauf. Dann, wenn jemand beitritt, muss der hier abhaken. Dann hat er zugestimmt. Und noch eine wichtige. Wenn irgendwas passiert, und ihr, wenn ihr nicht wisst, habt ihr eine Möglichkeit, mehr zwei. Hier, auf Audilog, da könnt ihr sehen, was hier so passiert ist. Zum Beispiel, jemand hat irgendwie, hier steht zum Beispiel, Dr. Benz hat einen Benutzer vom Sprachchat gedrängt oder so. Und wenn ihr auf ein bestimmtes Ding, nein, bestimmte Nutzer könnt ihr hören oder nach einer Aktion. Sagen wir zum Beispiel, Server, gut,
Kanäle oder sagen wir zum Beispiel Mitglieder gebannt. Hier steht, bis jetzt in den ganzen Server, keine Ahnung wie der alt ist, wahrscheinlich Monate, wurden bis jetzt nur zwei Leute gebannt. Mit einem logischen Grund. Ihr müsst aber beim Bann nie den Grund schreiben. Das ist keine Pflicht. Und bei gekickt ist etwas hier etwas anders. Ach, ich. Der. Egal. Und ihr könnt hier bei Modera so Stufen aussuchen, wenn jemand weiß, was er muss. Ich habe bei niedrig, muss man eine WRC-E-Mail-Adresse auf Discord verfügen. Das ist das niedrig, wenn ihr so mit Mitgliedschaft aussagen und sowas macht. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auf keine. Und das Höchste ist natürlich, dass man über ein WLAN-basiertes Handy hat. Was glaubt nicht jeder hat, das empfehle ich euch gerade nicht so. Ja. Ihr braucht, könnt auch noch durch was anderes sehen, was, wenn jemand was anstellt. Ihr könnt das, bei uns im Server haben wir so Logs eingestellt. Und da kann man so durchschauen. Zum Beispiel hier. Ja. Ja, und das sind ein paar Tricks und Tipps. Wenn ihr noch mehr wollt, schreibt es in den Kommentar. Ich kann gerne ein zweites Teil machen. Und Grüße geht an jeden, der im Server ist. Geht an jeden, der im Server ist. Geht an jeden. Und noch einen schönen Tag und tschüss. Bleibt gesund und vergiss nicht zu abonnieren und Like da lassen.